Aperture lässt sie Audiodateien über Metadaten verwalten, Markierungen, Etiketten und Bewertungen hinzufügen. Wir können nicht nur jetzt unsere Fotos in Aperture verwalten. Und nicht nur unsere Videodateien, sondern natürlich auch Audiodateien. Das sind gesonderte Audiodateien ohne Bild, ohne Video und gekennzeichnet durch dieses große Lautsprecher-Icon. Auch das können wir mit einem Doppelklick im Viewer öffnen, haben natürlich jetzt von dem Icon nicht so viel wie von einem Bild, bekommen aber sofort unser Head-Up-Display angezeigt. Wenn wir einfach mal hier auf Play gehen, wir gehen in der Musik ein bisschen zurück, dann können wir das Ganze abspielen lassen. Das ist jetzt Musik von meinem Kollegen Tom Kretschmer und das möchte ich auch sofort hinzufügen in die Metadaten. Das heißt, auch bei Audiodateien können wir natürlich einen Copyright-Hinweis dazufügen. Mit Command C bekomme ich das Icon und jetzt wird es schon automatisch ausgefüllt von Tom Kretschmer. Schlagwörter gebe ich jetzt Fashion mit dazu, Musik für den Video und habe auch hier nochmal meinen Projektpfad, dass es eben von meinem Projekt Fashion ist. Wir schauen mal, ob wir noch weitere Musik hier haben. Hier haben wir nochmal einen Blues. Wir können das Ganze natürlich auch vorspulen. Im Browser. In der geteilten Darstellung ebenfalls anzeigen lassen. Und haben jetzt hier wirklich schöne Möglichkeiten, genauso Audio-Files wie Fotos und Videos zu sichten und zu verwalten, mit zum Beispiel Schlagwörtern zu vergeben, aber auch mit der Bewertung. Wir können das genauso mit einer Flagge versehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder im Browser sind, habe ich hier ebenfalls wie bei den Fotos die Möglichkeit, hier rechts meine Flagge zu vergeben und das Ganze zu kennzeichnen. Zum Beispiel auch mit einem Etikett.